Huhu. Guten Tag. Weißt du eigentlich, dass wir schon Mayonnaise gemacht haben, dass wir Hollandaise gemacht haben, dass wir aber noch keine Remoulade gemacht haben? Ja, weil die ersten beiden habe ich gemacht und die dritte jetzt auch, weil nämlich die Grillsoßensaison geht jetzt wieder los und wir müssen ja nachlegen. Deswegen machen wir jetzt Remoulade from scratch, ohne gekaufte Mayonnaise, sondern ja, Alles alles selber. selber. Remoulade. Remoulade ist im Prinzip Mayonnaise mit Geschmack. Mit mehr Geschmack, ja. Mit mehr Im Geschmack. Prinzip ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Remoulade zu machen, aber wir machen das jetzt so, auf Mayo-Basis. Wie? Mit was? Mit was? Wir nehmen für die Mayo 250 Milliliter Rapskernöl, ganz frisches, und die Diskussion hat man schon öfter. Wir mögen einfach kein Olivenöl für Mayonnaise. Das schmeckt uns einfach nicht. Und Wird so zu selten, bitter. wie wir die machen, nehmen wir dann halt mal ein Rapsöl, aber dann dafür halt ein gutes, ein frisches. Genau, grundsätzlich ist aber Rapsöl jetzt nicht das beste Öl. Nee. Außerdem brauchen wir für die Mayonnaise natürlich ein Ei, ein rohes Ei, ein ganzes. Etwas Senf, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und wir nehmen ein bisschen Cayennepfeffer. Und zur Remoulade machen wir es dann durch ein gekochtes Ei. Das ist hart gekocht, habe ich schon vorher mal gemacht. Und krause Petersilie, Dill und Schnittlauch. Die sind alle fein gehackt, ungefähr so 2, 2,5 Esslöffel pro Kräuter. Pro Kraut. Genau. Dann habe ich 3 Cornichons fein gehackt und eine kleine Zwiebel auch fein gehackt. Genau, das ist auch schon alles. Mach ich Fangen wir mal. an, ja. Also, Mayo. Wir brauchen, das ist dieses schnelle Mayo-Rezept, das haben wir schon veröffentlicht. Ja, das findest du Aber oben über dem i. genau, 250 Milliliter Rapsöl in einem hohen Gefäß, weil wir brauchen nämlich einen Stabmixer, einen Esslöffel Senf. Der kommt dann direkt damit rein. Ich schneide die schon mal auf, die Und schneide die Zitrone. schon mal auf. Wir brauchen auch nämlich ein bisschen Zitronensaft. Ein ganzes Ei. Es kommt einfach da rein. Oh, die Zitrone ist für unsere Presse fast zu groß. Wir haben ein Zwillingsei. Oh, soll ich dir was sagen? Das ist schon das dritte. Das ist das dritte aus dieser Packung. Okay, egal. Ja, wie schön. Cool. Ein kleines bisschen Salz, einen Spritzer Zitronensaft. Stopp. Und ein kleines bisschen schwarzen Pfeffer und ein bisschen Cayennepfeffer. Der ist natürlich jetzt wieder optional. Er will mich heute quälen, deswegen tun wir den rein. Das wird gar nicht scharf. So. Jetzt nehmen wir einen Stabmixer, stellen den ganz bis runter auf den Boden und dann einschalten und langsam hochziehen. Fertig. Das ist Mayo. Wie wir es schon mal gesagt haben, wenn es zu flüssig ist, dann muss einfach noch mehr Öl dran. Genau, nicht mehr Ei, mehr Öl. Die stellen wir jetzt mal beiseite. Jetzt brauchen wir eine Schüssel, weil jetzt müssen wir nämlich das hart gekochte Ei klein machen. Man könnte jetzt auch ein Messer nehmen, aber ich nehme sowas, einen Schneebesen. So, lass mich raten, jetzt kommt die Mayo rein. Ja, ich hätte jetzt erst den Rest dazu getan. Ah. Genau, die Kräutersippe und Zwiebeln und Cornichons. Und wer mag, kann da jetzt auch noch ein paar Kapern mit reintun. Sie Ich hat habe heute gesagt, widersprochen. sie hat gesagt, sie will heute keine Kapern. Ja, ich habe nichts gegen Kapern, aber ich mag da heute einfach keine drin haben. Ich habe nichts gegen Kapern, aber ich mag keine Kapern. Nein, das habe ich nicht gesagt. So, und jetzt kommt die Mayo dazu. So, und jetzt eigentlich nur noch umrühren. Wer sauerer mag, kann jetzt noch mehr Zitronensaft dran tun. Ja, ne? genau. Wir werden jetzt auch gleich nochmal abschmecken. Oder Essig. Genau, ein bisschen Weißweinessig, Balsamico, irgendwie sowas. Und jetzt kann man sich entscheiden, ob man das da jetzt nochmal pürieren mag oder nicht. Weil man könnte das ja auch einfach als flüssige Soße haben, so wie Mayo ist. Aber ich mag das nicht. Ich mag das stückig. Ja. Also für mich darf es noch ein bisschen saurer sein und ein bisschen salziger. Passt natürlich, zu Fisch oder sowas. Fisch, oder zu Fleisch. Unseren Fischstäbchen, Ja. die du da oben über dem i findest. Remoulade passt auch erstaunlich gut zu Fleisch. Ja, also zu Grillfleisch oder so. Weil kommt ja jetzt wieder die Grillsaison. Lass sie uns probieren gehen. Ja. So, jetzt die große Frage. Also A, die ist auch grün irgendwie, ne? Leicht, ja. Ja. A, probieren. B, ich muss ein Geständnis machen. Wir haben die schon probiert und ich habe einen Teil davon püriert.
weil wir konnten uns ja auch nicht entscheiden, jetzt mit Stücke oder ohne Stücke. Und ich muss sagen, in püriert schmeckt die fast noch ein bisschen besser, weil die Kräuter noch besser durchziehen. Ja, und sie ist noch viel grüner. Mhm, ist noch, ja, stimmt. Ja. Kann kein Mensch da auf der Kamera sehen, aber ich muss sagen, total geil. Mhm. Bei der pürierten Variante kommt der Eigeschmack auch noch etwas besser raus. Mhm. Und der Dill. Mhm. Also ich mag beide. Ich mag auch beide. Auf jeden Fall auch zu Lachs und sowas. Mensch, das müssen wir jetzt öfters machen. Wie lange meinst du, hält sich das im Kühlschrank? Ja. 3 Tage? Ja, 3-4 Tage sowas würde ich auf jeden Fall sagen. Gut verschlossen, vielleicht eine Woche. Länger würde ich nicht. Nee, länger würde ich nicht. Das ist ja trotzdem rohes Ei. Heißt, frische Eier verwenden. Wenn du noch mehr Soßen willst und wenn du vielleicht auch spezielle Soßen haben willst, die dir gerade so einfallen, dann sag Bescheid. Schreib's in die Kommentare. Ja. Oder Facebook oder sonst wo. Wünsche werden. Also uns schreiben. Hauptsache, es wird. Ja, uns wäre gut. Ja, uns wäre gut. Hauptsache, wir kriegen es mit. Genau. Und damit du dann mitkriegst, wenn wir dann dein Soßenrezept veröffentlicht haben, dann musst du uns abonnieren. Und die Glocke drücken. Ja, damit du das mitkriegst. Genau. Und so lange kannst du dich mit einem weiteren Video da drüben vergnügen. Moment. So lange kannst du dich da drüben mit einem weiteren Video vergnügen und dich unten in den Kommentaren austoben. Und in der Infobox gibt es noch einen Link zu unserem Blog. Da ist das Rezept in Textform, falls du jetzt einfach im Video nicht mitschreiben wolltest, was ich ja überhaupt gar nicht verstehen könnte. Ja, ja, genau. Ja. Wir gehen jetzt Remoulade essen. Oder so. Und machen Lachs dazu. Bis dann.